Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir mein Video wieder anschaust. Ich bin heute rausgefahren, um mal die neue GoPro Hero 9 Black zu testen und zu vergleichen mit meinen anderen Kameras, wie zum Beispiel der Osmo Pocket, die ich hier gerade in der Hand halte. Ich werde dazu einmal eine richtig harte Nuss den Kameras zu bearbeiten geben. Und zwar haben alle Kameras am meisten Schwierigkeiten mit viel Bäumen, Gebüsch, grünes halt, Wald. Deshalb bin ich hier rausgefahren bei uns in den Wienerwald, in den Wernerwald. Und hier werde ich jetzt gleich mal die Kameras gegeneinander antreten lassen. Also seid gespannt und ich bin auch gespannt auf das Ergebnis dann. Viel Spaß beim Schauen. Ja, und beginnen möchte ich meinen kleinen Vergleichstest hier zwischen der neuen GoPro Hero 9 Black und der Osmo Action und der kleinen Osmo Pocket hier heute mit der Osmo Pocket. Mit der gehen wir jetzt den ersten Gang durch den Wald und nehmen auf. Jetzt geht's los. So, dann sind wir hier am Anfang des Waldpfades. Das Schöne bei der Osmo Pocket ist natürlich, dass sie ein echtes Drei-Wege-Gimbal hat, was ja sonst die anderen Action-Cams nicht haben. Und so ist die Bildqualität natürlich auch nicht durch irgendwelche elektronischen Bildstabilisatoren beeinflusst. Das ist schon mal der größte Vorteil der Osmo Pocket. Ja. Mal schauen, wie sie sich dann hier so schlägt. Die ersten Versuche hier im Wald. Bei der Osmo Pocket kann ich halt auch ganz einfach das Bild umstellen, indem ich halt auf mich wechsle. Und dann dürfte das auch diesmal scharf sein, das Bild. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe die Bildeinstellungen alle auf Automatik belassen, damit der Vergleich zwischen den einzelnen Kameras möglichst objektiv stattfinden kann. So. Dann gehen wir hier mal schön durch den Wernerwald. Es ist mittlerweile September, aber noch sehr warm, sehr sommerlich. Gute Temperaturen. Heute haben wir 19 Grad. Richtig schön für einen kleinen Ausflug in den Wald. Wir die Überreste der alten Versuchsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg für die V1 und V2 Raketen. Es wurde von den Alliierten nach dem Krieg alles dem Erdboden gleich gemacht. Es ist nicht mehr allzu viel von zu sehen. Weiter geht's. Zwischendurch werde ich euch dann hier auch immer mal das Bild der anderen beiden Kameras quer mit einblenden, damit ihr den direkten Bildvergleich habt. Alte Bank,
Kaffee. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann und sehen kann, auf dem kleinen Bildschirm des iPhones, sieht das auch alles recht gut aus mit der Osmo Pocket. Durchs Gebüsch. Ja, dann kommen wir gleich wieder zu dem Kriegerdenkmal. Das hatte ich euch ja auch schon mal in dem Video mit der Mavic Air 2, die ich hier im Wald getestet habe, eingeblendet. Ich verlinke euch hier nochmal das Video dazu. So, dann werden wir jetzt auch wieder einmal das Kriegerdenkmal komplett umrunden mit der Kamera. Das mache ich dann mit den anderen beiden Kameras auch. Schauen, wie das wird. Einmal komplett rumgegangen und dann geht's weiter durch den Wald. Da hat es dann wieder die kaputte Bank. Mal hier. Mir jetzt mal ein wenig den Weg merken, den ich hier schon gegangen bin, damit ich nachher so ziemlich dasselbe mit den anderen beiden Kameras laufen kann. Natürlich hat man so viele helle Stellen im Bild, wenn die Sonne mal durchkommt, so wie jetzt hier bei dem Baumstamm. Deswegen würde ich normalerweise mit einem ND-Filter arbeiten. Aber da ich noch keine ND-Filter für die neue GoPro habe, für die Hero 9, habe ich das jetzt mal alles auf Automatik gestellt und versuche so auch die Bilder ganz gut hinzukriegen. Ja, ein alter Baumstamm. Jetzt hört ihr im Hintergrund wieder Probealarm. Ja, dann wird es wieder dunkel. Gehen wir hier nochmal lang. Ein verstecktes Spinnennest. Ich habe hier bei der Osmo Pocket ein
Weitwinkelvorsatz verwendet, damit mehr von dem Bild drauf kommt. Einen größeren Bildausschnitt. Noch mehr Totholz. Hier auch der Weg schon so langsam, dann sollte ich an diesen Bäumen langsam wieder zurückgehen. Mal schauen, ob ich das nachher mit der nächsten Kamera auch so gut hinbekomme. Und wenn es nicht hundertprozentig derselbe Weg ist, ist es auch nicht so tragisch. Ich denke, wir können schon mit dem Material ganz gut was anfangen, dass man die Kameras hier im Wald direkt vergleichen kann. Ja. Gerade noch so ein Durchkommen für mich, nicht ganz einfach. Wechsle ich noch mal die Ansicht. Da haben wir hier lang. Und dann habe ich den Weg hoffentlich wiedergefunden. Mal schauen, ob ich noch wieder nach Hause finde oder mich endgültig verlaufen habe hier. So, das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, so kommen wir ganz gut rum. Da fährt Blaulicht, Feuerwehr. Und deswegen mache ich das so. Hier haben wir einen interessanten Pilz. Ich darf nicht zu nah reingehen, weil ich keine Makro-Linse für die Small Action habe. Mit 4K und 30 Frames per Second. Ich glaube, mit der GoPro Hero 9 werde ich dann die einzige Ausnahme davon machen, da sie mir ja auch 5K bietet, werde ich dann die Aufnahmen damit machen. Durch. Durch das Gebüsch. Ich schalte noch mal um. Auf meine Sicht. Hallihallo. Ja, die Belichtungsautomatik ist eigentlich gar nicht so schlecht in der Osmo Pocket. Passt sich relativ fix an. Hier der Weg. Ein etwas anderer. An diesem Totholz vorbei. Sehr schön, da ist auch eine fette Spinne. Und der Horizont versucht zu leveln. Ja, und dann gehe ich so wieder zurück. Dann müsste ich auch wieder an meinen Startpunkt kommen. Moin. Moin. Na du. Guckst mich. Ja, das ist klar. Schön weitergehen. Das Leben ist halt wie eine Überraschungstüte. Wie eine von meinen Überraschungstüten, die ich so verkaufe. Man weiß nie, was man bekommt. Ja, jetzt bin ich trotzdem gerade eben noch ein bisschen anders gelaufen, weil hier der alte Friedhof noch zu sehen ist. Schon spannend, was es hier alles so zu entdecken gibt.
richtig schöne Location, um Aufnahmen zu machen. Hat so ein bisschen was von Lost Place. Ein verlassener alter Friedhof mit jüdischen Grabsteinen. Ja, dann kann ich von dieser Seite wieder über die Versuchsanlage. Ja. Genau. Tja. Und dann habe ich es auch gleich geschafft. Dann sind wir einmal komplett rum. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Dass ihr gesund seid. Dass ihr Spaß habt. Okay. Dann sind wir hier wieder am Anfang bei dem Baumstamm. Dann werde ich jetzt mal wieder die Kamera wechseln auf die Osmo Action und dann geht's gleich weiter. Ja, so, und jetzt sind wir dann mit der Osmo Action am Start. Ich habe die Kamera gewechselt und das erste, was mir natürlich dabei auffällt an Unterschieden zur GoPro Hero 9, ist, dass ich den Bildschirm umschalten muss. Also es sind nicht beide gleichzeitig aktiv, der vordere und der hintere. Und jetzt habe ich gerade, wo ich mich selber filme, den vorderen aktiviert. Und jetzt werde ich das umschalten, indem ich hinten auf den Screen zweimal drauf tippe. Aber ich muss erst die Aufnahme stoppen, also kleinen Moment. Ja, das ist schon alles etwas komplizierter. Ich musste jetzt halt hinten auf dem Bildschirm zweimal drauf tippen, damit der umschaltet auf den hinteren. Was ich dann beim Laufen halt gut sehen kann, was ich da filme. Ja, und dann geht's jetzt los mit der Osmo Action. Versuche denselben Weg wieder zu gehen. Und natürlich fällt mir schon gleich als erstes auf, dass das Bild unruhiger wirkt durch meine Laufbewegungen als bei der Osmo Pocket, ist ja ganz klar. Aber ich versuche halt möglichst ruhig zu filmen und auch beim Laufen halt ein bisschen darauf zu achten, dass es nicht so unruhig ist. Okay, das ist halt wieder die Versuchsanlage hier. Ich gehe jetzt wieder außen ein bisschen dran lang. Dieses kleine Ruinenstück noch mal filmen, das hat man ja vorhin auch. Okay. Bank wieder. Das Bild ist auch wieder komplett auf Automatik eingestellt. 4K, 30 Frames. Mauerrest mit Graffiti. Thank you.
Bei DJI nennt sich der Bildstabilisator ja Rocksteady. Bei GoPro ist es Hypersmooth. Und ich habe hier noch zusätzlich die Kompensation eingestellt bei der Osmo Action. So, will ich nochmal. Naja, während der Aufnahme kann ich den Bildschirm nicht wechseln. Deswegen werde ich jetzt einfach nur mal die Kamera drehen, damit ich ins Bild komme. Und jetzt kann ich den vorderen Screen natürlich nicht beobachten, was ein Nachteil ist. Ich müsste dazu erst die Aufnahme stoppen, den Bildschirm umschalten und dann fortfahren mit der Aufnahme. Aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt sind wir auch gleich wieder an dem Kriegerdenkmal. Da gehen wir dann einmal wieder drumrum. Moin! Einmal wieder um das Denkmal. So, und dann geht's hier weiter. Da hat es dann wieder die kaputte Bank. Mal hier. Ich weiß nicht, wie gut die Belichtung jetzt gelingt bei der Osmo Action. Kann ich so gar nicht beurteilen. Muss ich dann sehen, wenn ich die Aufnahmen zu Hause nachbearbeite. Hier wieder durch diesen dunklen Abschnitt. Und dann kommt auch gleich wieder der hell ausgeleuchtete alte Baumstamm. Da hatte sich die Osmo Pocket ganz gut in der Automatik drauf einstellen können, auf den Lichtwechsel. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das hier mit der Osmo Action hinhaut. Ich gehe wieder etwas langsamer, dass sich die Automatik möglichst gut an die unterschiedlichen Lichtverhältnisse gewöhnen kann. Ich suche jetzt auch das Ruckel frei zu laufen, was auch nicht immer so hundertprozentig gelingt. War der Baumstamm. Ich hoffe, das hat gut hingehauen mit der Automatik. Probleme mit der Schärfe habe ich eigentlich mit der Osmo Action noch nie gehabt. Im Gegensatz zu der Osmo Pocket, die dann doch manchmal nur auf den Hintergrund einstellt. Und dann, wenn ich mich im Vordergrund filme, bin ich unscharf. Das ist natürlich schade. Bin ja sonst eigentlich so scharf. Ja. Kleiner Scherz am Rande. Okay. Hier dann wieder der tote Baumstamm mit dem Spinnennest. Die Bewohnerin zu Hause ist. Ja. Mal schauen. Okay. Dann gehen wir da wieder drüber. Mal schauen, ob ich den gleichen Weg finde, den ich vorhin schon mal gegangen bin. Gehe ich jetzt hier wieder durch das Unterholz.
dachte ich, so ungefähr denselben Weg finden. Die Osmo Action sollte man auch am besten in Verbindung mit einem extra Gimbal, das man dazu kaufen kann, verwenden. Ob das jetzt eins ist von DJI, das Ronin zum Beispiel, oder ein günstiges von Rollei, das habe ich mir auch mal geholt. Das ist dabei eigentlich zweitrangig, aber dadurch würden die Aufnahmen auch schon ruhiger werden. Nur für diesen Test wollte ich halt möglichst die nackten Kameras benutzen. Und deswegen mache ich das so. Hier haben wir einen interessanten Pilz. Ich darf nicht zu nah reingehen, weil ich keine Makro-Linse für die Osmo Action habe. Dann wäre das unscharf. Ja, da geht mein Pfad weiter. Richtung Straße. Okay. Und dann gehen wir hier wieder durch das Dickicht. Sehr interessant. Bin gespannt, wie sich die Bildqualität mit den Bäumen und Büschen so schlägt. Ob das gut zu erkennen ist. Sich die Blendenautomatik auch wieder anpassen, dass da vorne heller wird. Schön ruhig laufen mit der Osmo Action, dass das Bild nicht so verwackelt ist. Blende hat sich, glaube ich, ganz gut eingestellt. Schwenke ich nochmal auf mich. Okay. Bin schon sehr gespannt, wie der Vergleich dann zwischen den drei Kameras ausfällt. Jetzt machen wir mal den Radfahrer vorbei. Moin. Okay, moin. So. Und da kommt gleich noch einer. Auch noch vorbeilassen. Moin. Moin. Müssen wir auch gleich wieder an Kriegerdenkmal sein. Denke ich mal. Ja, Kriegerdenkmal. Mann mit Hund. Kaputte Bank. Mann mit Hund. Moin. Moin. Na du. Guckst mich. Ja, das ist klar. Schön weitergehen. Viel Spaß noch. Ja, danke. Ja, das war dann wieder das Kriegerdenkmal. Und ein Mann mit Hund. Ja. Und dann habe ich diese Passage auch gleich geschafft. Mit der Osmo Action. Ich hoffe, die Bildqualität war nicht zu sehr enttäuschend, gerade was das Wackeln angeht im Vergleich zu den anderen beiden Kameras. Aber diesmal bin ich doch anders gelaufen. Ja, diesmal bin ich so gelaufen, wie ich auch hergekommen bin. Und zwar nicht direkt
an dem kleinen Friedhof vorbei, sondern hier an der Ruine, was aber auch okay ist. Mal gucken, welchen Weg ich dann mit der dritten und letzten Kamera einschlagen werde. Mit der GoPro Hero 9 Black. Muss mal schauen, wie lange ich das Video mache. So, die einzelnen Rundgänge mit den Kameras dauerten ja fast 20 Minuten. Jedes einzelne, wenn ich das hintereinander schneiden würde, dann wäre das Video, hätte das Video eine Laufzeit von einer Stunde. Das wäre vielleicht doch ein bisschen sehr übertrieben. Wer guckt sich das schon zu Ende an? Aber ich werde mal schauen. Auf jeden Fall wird es ein interessantes, sicherlich auch spannendes, längeres Video werden. Gehe ich jetzt mal hier direkt durch die Ruinen der alten Versuchsanlage von der V2-Rakete. Die ganzen Gerätschaften, Entwicklung und auch die Wissenschaftler wurden ja zum größten Teil nach dem Krieg in die USA verbracht. Unter anderem auch Werner von Braun, der dann eine steile Karriere in den USA machte, weil er für die Amerikaner die V2 weiterentwickelte in die Saturn, mit welcher dann auch zum Mond geflogen wurde. Ich habe sogar zwei Versionen von diesem Video. Das erste halt die Kurzfassung, in der ich dann die Gegenüberstellung einblende der einzelnen Kameras, und dann die zweite Version, eine Langfassung, die bestimmt eine Stunde laufen wird. Da bin ich aber gespannt, ob das sich einer anschaut. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ja, und dann sind wir hier auch schon wieder bei unserem Baumstamm am Anfang angekommen. Ja, und dann kann ich nochmal wieder die Kamera wechseln. Dann auf die GoPro Hero 9, unsere neue. Und den Weg dann damit auch nochmal laufen. Also bleibt dran, es geht gleich weiter. So, und da bin ich dann auch wieder. Ich habe gewechselt auf die GoPro Hero 9, die Black. Und ja, falls ihr euch gewundert habt, was da eben gerade bei der Osmo Action so dauernd so geknarzt und geknirscht hat, das war der originale GoPro Handgriff, den ich da verwendet habe, um sie zu halten. Und jetzt hier auf der GoPro Hero 9, da habe ich halt ein kleines Dreibein-Stativ, was ich da verwende. Das dürfte nicht so viele Nebengeräusche erzeugen. Ja, gut, jetzt brauche ich einfach nur die Kamera drehen und voila, ich sehe auf dem hinteren Bildschirm, was sich tut. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, dann gehen wir mal wieder los, denselben Weg. Diesmal filme ich in 5K. Weil das bietet mir ja die GoPro Hero 9 endlich erstmalig. Also warum sollte ich es nicht nutzen? Dann habe ich linear gestellt, dass es nicht so ein Fischei-Verzögerung hat. Ja, so eine Verformung des Bildes. Und ansonsten ja 30 Frames per Second. Alles auf Automatik soweit. Und wie ich das auf dem schönen großen Screen der GoPro Hero 9 erkennen kann, sieht das auch richtig schön aus. Bin schon sehr gespannt. Ja, wie gesagt, wir versuchen wieder denselben Weg zu gehen wie die beiden Male vorher. Falls ihr die lange Version des Videos schaut, seid ihr jetzt ja auch schon ein bisschen mit dabei. Hier ist dann, man kennt das ja schon, ein kleines Mauerstück. Gehe ich hier wieder runter. Und da geht es dann geradeaus zu der Bank. Ach ja, die horizontale, automatische Horizont ist auch wieder eingestellt. Das ist die Bank. Das sieht gut an.
Und hier geht es dann wieder durch die kleine Kuhle runter zu der Ruine mit Graffiti besprayt. Okay. Und geradeaus weiter in Richtung Kriegerdenkmal. Ja, dann drehe ich mal nochmal. Das ist wirklich eine reine Wonne mit der neuen GoPro Hero 9. Einfach die Kamera zu drehen. Dann kann ich mich weiter filmen. Ich sehe mich dann auch auf dem Bildschirm. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Okay. Da sind wir wieder in unserem finalen Vergleichslauf mit der GoPro Hero 9 Black. Ich denke, ein Gimbal kann man sich wirklich sparen bei der GoPro Hero 9, weil das sieht so schon so schön ruhig aus, dass man da eigentlich kaum was dran machen muss an dem Bild. Wahrscheinlich ganz im Gegensatz zu Osmo Action ohne Gimbal. Jo. Hier ist dann wieder das Kriegerdenkmal. Da gehen wir dann auch ein drittes und letztes Mal komplett nochmal rum. Kriege ich auch ganz gut drauf alles. Und wie gesagt, das ist jetzt sogar auf Einstellung linear. Da bekommt die Kamera wirklich ein gutes Weitwinkelbild auch trotzdem mit hin. Okay. Einmal geschwenkt. Dann sieht man mich mit dem Kriegerdenkmal, wie es im Hintergrund verschwindet. Hat sich der Screen kurz abgeschaltet hier bei der Brücke. Aber ich tippe einfach nur mal bei der Brücke, bei der Bank, bei der kaputten Bank. Ich tippe dann einfach nur einmal kurz drauf und schon ist der Screen wieder da. Und dann kann es weitergehen. Ich hatte das in den Einstellungen versucht rauszunehmen. Aber naja, mal schauen. So. Kommt wieder der dunkle Abschnitt, dann anschließend gefolgt von dem hellen Abschnitt mit dem kaputten Baumstamm. Schauen wir, die Automatik das Ganze meistert. Wir gehen dann wieder etwas langsamer, damit die Automatik genug Zeit hat, sich auf die neuen Lichtverhältnisse einzustellen. So, schön im Schleichgang an den Baumstamm. Und selbst jetzt hier so im grellen Licht kann ich den Screen hinten auch noch ganz gut erkennen und beurteilen, wie die Aufnahme ist, die Daten ablesen. Auch wenn ich mich selber so mal filme, müsste die Automatik da eigentlich trotzdem noch ein gutes Bild hinbekommen. Wir werden sehen, dann nach einer Nachbearbeitung. Das sind halt so Sachen, die kann man auf dem kleinen Bildschirm nicht so gut erkennen. Aber okay. Ich weiß gar nicht, ob das in der offenen Action drauf ist. Okay. Und dann
spannend. Der tote Baum mit der geheimnisvollen, gefährlichen Spinne in ihrem Loch. Boah. Ja, da ist sie. Könnt ihr sie alle sehen? Okay. Ja, dann müssen wir sie mal in Ruhe. Und setzen den Weg fort. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Obwohl ich hier schon zum dritten Mal langlaufe, wie ich gegangen bin. Aber okay. Ich werde schon wieder zurückfinden. Hoffe ich mal. Ein schöner 3D-Effekt. Mit dem Arzt im Bild. Da ist mein Weg wieder runter zur Straße. Obwohl ich diesmal doch ein wenig anders gelaufen bin, glaube ich. Okay. Gehen wir da lang. Ja, ich hatte ja schon vorher meinen ersten Dreh mit der neuen Hero 9. Und zwar habe ich den Amerika-Hafen und das Stäubenhüft mit ihr meine Ansprachen gefilmt. Das war insofern auch ganz gut soweit. Das Video müsste auch eigentlich schon draußen sein, dass ihr das schon sehen könnt. Das Einzige, was mir da negativ aufgefallen ist, dass ich ungefähr in der Mitte der Aufnahmen aus Versehen das Bild umgeschaltet habe auf Zeitraffer und dann konnte ich halt die Aufnahmen nicht gebrauchen, weil der Ton war nicht dabei und das war alles viel zu schnell. Naja, das war aber irgendwo auch mit meiner Schuld, weil ich nämlich mal wieder die Brille nicht aufgesetzt hatte und so nicht erkennen konnte, in welchem Modi ich filme. Passiert. So. Diesmal doch ein wenig ausgedehnter noch. Hier der Weg ein etwas anderer an diesem Totholz vorbei. Sehr schön, da ist auch eine fette Spinne. Und der Horizont versucht zu leveln. Ja, und dann gehe ich so wieder zurück. Dann müsste ich auch wieder an meinen Startpunkt kommen. Was ich noch mal unbedingt brauche für die GoPro sind zusätzliche Akkus, wobei ich dabei auch eher abwarte, bis es die von Drittanbietern vielleicht etwas günstiger gibt. Ja. Da geht die Straße entlang, mal ein bisschen seitlich filmen, schauen wie das Bild wird, wie komprimiert es ist. Ja, schön. Ein richtig schöner Waldspaziergang hier. Heute mit euch und mit meinen 3 Action-Cams. Ich glaube, jetzt habe ich es wirklich geschafft, mich alle 3 Male von verschiedenen Seiten dem Startpunkt wieder zu nähern. Aber okay, so ist das.
Das Leben ist halt wie eine Überraschungstüte. Wie eine von meinen Überraschungstüten, die ich so verkaufe. Man weiß nie, was man bekommt. Okay. Hinten sehe ich schon wieder die Ruine. Das ist gut. Dann haben wir uns nicht völlig verlaufen. Ich bin hier in dem Wald ja auch schon mit der Mavic Air 2 geflogen, mit dem Active Track, mit der automatischen Hindernisausweichfunktion. Das hat ja auch ganz hervorragend funktioniert. Das hat echt Spaß gemacht. Blendet euch hier mal das Video nochmal ein. Das wurde auch gut geklickt, gut angesehen. Das freut mich dann noch immer, wenn ich mir die Arbeit mit den Videos mache. Und ihr die dann auch schaut. Ja, das ist wieder die Ruine. Dann bin ich auch gleich wieder an meinem Startpunkt. Das war dann die letzte Runde, die ich hier gedreht habe. Mit der dritten Kamera. Und so vom Reinen, was ich auf den Screens erkennen konnte, muss ich wirklich sagen, dass ich vermute, dass die GoPro Hero 9 Black absolut der Gewinner dieses Tests sein wird. Okay, dann werde ich hier schon mal meine Schlussworte in die Kamera sprechen. Das ist vielleicht mal ein etwas anderes Bild als nur da hinten an dem Baumstamm. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss angeschaut habt. Egal ob jetzt in der kürzeren Version oder in der super langen Version, die ich auch noch machen werde. Ich freue mich darüber. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und vielleicht schreibt ihr einen kleinen Kommentar rein. Ihr könnt natürlich den Kanal abonnieren, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und unten die Glocke drücken, das ist auch ganz wichtig. Nur so werdet ihr immer informiert, sobald ich ein neues Video draußen habe. Ja. Und ansonsten bleibt mir dann wieder nur zu sagen, bleibt alle gesund, habt viel Spaß, unternehmt was Schönes, so wie ich jetzt heute hier mit den drei Kameras in der Wildnis, im Wald. Ja, verbringt Zeit mit Freunden und Familie, ist immer wichtig. Bleibt gesund, hatte ich schon gesagt, glaube ich. Ja, und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Ich werde noch weitere Vergleichsvideos machen und auch von der Comic-Con sicherlich eins. Seid also gespannt. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Matthias.